Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, im letzten Part, da war ja so einiges hier los und ja, ich habe einen Tipp bekommen. Ich habe einen Tipp bekommen, wo eine weitere Fackel ist. Hoffentlich komme ich rechtzeitig. Oh. Und tschüss. Schnell. Die nächste. Huhu. Geschafft. Okay, hallo. Wie geht's dir? Hallo. So. Wie fühlt sich Darunia? Ja, oh, ich verstehe. Bla bla bla. Kennst du die Melodie? Bla bla. Sind doch irgendwo welche? Hoppala. Ich wollte damit eigentlich durch die Gegend laufen. Nämlich weiter nach oben. Das sind ja keine, glaube ich. Oh Gott, die kann man entzünden. Oh Gott, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Oh, die kann man entzünden. Oh mein Gott, das ist geil. Ich habe eine Idee. Jetzt weiß ich, warum die Fackeln da ausstehen. Oh. So. Hallo. Komm mal her, du Kleiner. Da, guck mal. Schnell, hau ab. Wow, das war eine fette Explosion. Rein mit uns. Hallo. Verlorene Wälder. Willkommen. Ich habe dich erwartet. Schön, dich wiederzusehen, Link. Hör mir gut zu. Hier in den verlorenen Wäldern wirst du die heilige Lichtung finden. Dies ist ein Ort, den bisher nur wenige Leute betreten haben. Still, ich höre etwas. Ich höre eine fremde Melodie. Kannst du sie auch hören? Muss ich mich noch einmal wiederholen? Nein. Beweise dein Geschick und finde den Weg durch den Wald. Verlasse dich auf dein Gehör und du wirst schon bald dein Ziel erreichen. Okay. Da kommt die Musik her. Und da kommt sie her. So, und jetzt? Hier? Ja, eindeutig kommt sie von hier. Ich muss die ganze Zeit lauschen, deswegen bin ich so still. Eindeutig von hier. Hoho. Hoppala. Oh oh. Bin ich jetzt falsch? Waldlichtung. Scheinbar nicht. Was ist das? Oh Gott, hallo? Geh doch weg, du Mistviech. Werwolf, oder was? Oh Gott, ich hab's besiegt. Okay. Das war ja gerade. Ich war gerade leicht überfordert. Oh Gott, ich brauche irgendwie schnell was zum Heilen. Ganz schnell. Oh Gott. Okay. Hä? Ich hab doch. No. No, ich hab doch gerade hier.
Aber ja, ich hab doch hier gerade mein Schild benutzt. Warum? Muss ich das Viech jetzt schon wieder besiegen? Nee, scheinbar nicht. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ah, ich glaube, da muss ich den anderen Schild verwenden. Oh, bitte lass es funktionieren. Oh, Gott sei Dank. So, schauen wir mal. Ich bin momentan, was das Menü betrifft, ziemlich empfindlich, weil ich in den letzten paar Folgen immer ziemlich Probleme damit hatte. Ich habe ihn getroffen, yay! Komm her, du blöder Mistviech! Ah! Okay, den müssen wir auch noch besiegen, wie es scheint. Was ist denn los? Was Sanja wohl sagen würde, bla bla bla. Müssen wir es beide hinbekommen, oder was? Keine Ahnung, was wir machen müssen. Da ist noch einer. Oh, toll. Haha. Den haben wir jetzt auch. Aber scheinbar kann man mit dem nicht reden. Da ist nur Wasser. Oh. So. Oh, da geht's weiter. Okay. Oh, zu nah dran. So, schauen wir mal. Ach so, den müssen wir besiegen. Ach so. So, du bist jetzt auch besiegt. Bitteschön. Dann gehen wir nochmal zurück zu den anderen. Ah, dass ich so still bin, tut mir leid. Das ist alles ein bisschen hier gerade echt creepy. So, Moment. Ah, komm her. Aha, ich hab dich erwischt. Und ich habe ein Herzchen bekommen. Sehr schön. So, wo ist denn das nächste Viech? Da. Ah, schnell. Oha, ich weiß, mit Anvisieren könnte ich das besser schaffen, aber passt schon so. Das war, glaube ich, der erste. Daher haben wir jetzt schon drei oder vier. Vier, glaube ich. Wenn ich richtig gezählt habe. Also zwei. Da ist Wasser. Drei. Was war denn hier? Was war denn hier? Nur Wasser, aber da geht's auch weiter. So, ja, da waren wir vier, ja. Und jetzt? Ist hier noch jemand? Da geht's hoch. Oh Gott, und die Sicht wird wieder normal. So. Ah, ne, Moment. Schau mal, brauche ich noch einmal. So, jetzt aber. Den machen wir auch kaputt. So, der ist auch kaputt. Ah, guck mal. Krieg dich trotzdem, verdammt, oder auch nicht. So, ein bisschen so rum. Ah, okay, sehr gut. Erwischt. Komm jetzt her, du Kleiner. Geschafft. Auf zur nächsten Etage. Wo sind wir denn jetzt? Irgendwo sind wir jetzt auf jeden Fall. Irgendeinem Ort. In irgendeinem Gebäude. Eine Treppe? Eine kaputte? Ist das Alia? Spielt hier die Waldmusik? Scheint so. Das ist ja cool. Ich habe auf dich gewartet, Link. Dies ist die heilige Lichtung, mein Lieblingsort. Ich spüre etwas. Dieser Ort wird für uns beide von schicksalhafter Bedeutung sein.
Das kann ich fühlen. Spielst du hier die Ocarina? Kannst du zu den Geistern des Waldes sprechen? Machst du mir die Freude und spielst mit mir? Ja, klar. Versuch, die Melodie, die ich spiele, nachzuspielen. Bist du bereit? Ja, klar. Oh Gott. Du, du, du. Oh Gott, ob ich mir das jetzt merken kann? Oh, ich werde besser. Ja, jetzt haben wir das Lied gelernt. Das ist doch wichtig, glaube ich, damit wir weiterkommen. Salias Lied. Und sie freut sich. Wie wunderschön. Du darfst dieses Lied nie vergessen. Versprich es. Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Oh, danke schön. Und die leuchtet dann immer so komisch. Alles klar, dann können wir uns jederzeit mit Salia unterhalten. Sehr gut. Du hast Salias Lied erlernt. Hooray! Willst du meine Stimme hören? So spiele Salias Lied. Du kannst dich jederzeit mit mir unterhalten. Danke. So. Was ist das jetzt? Probieren wir es mal. Was passiert dann, wenn wir das jetzt spielen? Salias Lied gespielt. Willst du mit Salia sprechen? Ja. Hallo Link, ich bin es, Salia. Hörst du mich? Ich unterhalte mich gern auf telepathische Weise mit dir, doch jetzt würde ich dich lieber persönlich sprechen. Willst du nochmal mit ihr reden? Ja. Ich unterhalte mich, okay. Nein. Sie wird eh nur wieder das Gleiche sagen. Wir könnten es erst mal probieren, bis sie genervt sagt. Boah, Mann! Ja, was hast du denn zu sagen? Willst du meine Stimme hören? Oh, das wolltest du mir jetzt sagen? Toll. Das ist ja wie, wenn ich in Pokémon Smaragd die mit dem Ding jemanden anrufe und er mir sagt, ja, warum kommst du nicht rüber? Oder in Pokémon Gold und Kristall und so, Hardgold. Weil er zählt sich jetzt seit 12 Uhr. Entschuldigung fürs Gehen. Ach, das ist schlimm. Was passiert hier, wenn ich eigentlich das andere Lied spiele? Moment. Ich muss kurz gucken, wie die nochmal gespielt werden. Kann man hier nachgucken. Hier. Zelda's Wiegenlied. Okay. Ja. So, Zelda's Wiegenlied. Mal sehen, ob da was passiert. Zelda's Wiegenlied gespielt. Scheint aber nicht so. Okay, das andere war ja jeder Tag. Limne der Sonne. Okay. Upsala. Nein, die wechselt ja eh nur zwischen Tag und Nacht. Also können wir jetzt aber zurück, weil wir haben ja schließlich das Lied und das war ja der einzige Grund, warum wir wohl hierher kommen sollten. Mehr kann ich jetzt gerade ja auch nicht machen. Von daher können wir jetzt einfach zurückgehen. Und die Viecher hätte ich glaube gar nicht besiegen müssen, oder? Na doch, nein. Hä? Ich bin verwirrt. Oh. Der Rückweg ist ja einfach. Was ist denn hier? Noch ein Loch? Hoppala. Wo bin ich denn jetzt hier? Feenbrunn. Ui. Ui. Ganz viele Feen. Kann ich auch eine in meine Dings einfangen? In meine Flasche? Wo habe ich die denn? Ich hatte die doch. Ach, da unten. Oh. Halt. Du besitzt jetzt eine Fee. Im Gegenstandsmenü kannst du sie auch... Yay! Okay, schnell aber wieder was anderes auswählen, sonst wird das noch ganz schön böse enden. Oh, Fee.
Sieht voll toll aus, wie die um einen rumschwirren. Oh, habe ich jetzt alle erwischt? Scheinbar. Dass so viele Feen hier sind. Schön, und jetzt haben wir eine bei uns. Eine weitere, außer Navi. Navi. Hm. Wurde von ihr eigentlich sämtliche Navigationsgeräte abgeleitet, oder wie kommt der Name zustande? So. Die Viecher können mich mal. Hallo, was machst du hier? Bist auch nur so ein Uhrzeitansager. Okay. Scheinbar ja. Oh, geht weg. Geht weg, der ist auch nur, sagt mir auch nur die Uhrzeit. So. Tschüss, ihr Opfers. Ui, wie komme ich denn jetzt zurück? Oh, Link. Link! Hat Zalia dir ihr Lied beigebracht? Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Ich hörte, dass in anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Zum Beispiel in Hyrule. Platzierst du die Ocarina auf C und wählst sie aus, werden Notenlinien erscheinen. Ich empfehle dir, hier eines der Lieder zu spielen, die du erlernt hast. Du kannst natürlich auch ohne Notenlinien spielen. Auch das macht Spaß. Muss ich alles nochmal sagen? Nein. Alle Lieder, die du lernst, werden dir im Statusmenü angezeigt. Lerne sie, denn du wirst sie häufig brauchen. Okay, Eule. Hab verstanden. Danke. So. Halt, falsche. Ups. Nochmal. So, jetzt habe ich die gespielt. Und jetzt? Was passiert jetzt? Wie komme ich jetzt raus? Er hat ja gesagt, ich soll ein Lied spielen. Willst du mit Zalia sprechen? Ja. Hallo Link, ich bin der Zalia. Hörst du mich? Dieser Wald ist mit vielen Orten verbunden. Wenn du mein Lied irgendwo hörst, muss es von dort einen Weg hierher geben. Willst du es nochmal mit mir reden? Nein. Okay, was ist mit Zeldas Wiegenlied? Ups. Das war voll verspielt. So, sehr gut. Da haben wir Zeldas Wiegenlied gespielt. Und jetzt? Passiert nichts. Wie ging das andere? Nein, so ging's nicht. Ach Gott, da muss ich nochmal nachgucken. So. Hier. Das war Hymne der Sonne. Genau. Ach komm, ja, speichern mal kurz. Halt doch, das war doch. Ha! Ja, das war sie sogar. Huh! Hymne der Sonne gespielt. Oh, fuck. Es ist nachts, das wollte ich nicht. Ah, okay, jetzt wird's wieder Tag. Puh. So, und wie komme ich jetzt hier raus? Guten Morgen. So, jetzt komme ich wahrscheinlich ganz woanders raus. Oh, da wollte ich aber nicht hin. Da bin ich ja ganz woanders. Da wollte ich wirklich nicht hin. So, wo bin ich hier? Schon wieder da. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Als von hier aus zurückzugehen. Das war doof. Aber was will man machen? Den Weg so finde ich auf jeden Fall nicht mehr alleine. Ihr könnt mir ja sagen, wie ich zur Not wieder rauskomme. Vielleicht sollte ich mir einfach den Weg merken, den ich gegangen bin, ja. Das ist aber leichter gesagt als getan. Ich bin ja nur meinem Gehör gefolgt, quasi. So.
Bla bla, jetzt sind wir in der Hylianischen Steppe. Es ist früh morgens und ja. So, da müssen wir jetzt gucken. Da, zum Glück sieht man den Todesberg ja von recht weit. Das Viech ist da schon wieder. Hm. Lassen wir das mal. Wir machen uns direkt auf zum Todesberg und möglichst keine Zeit verlieren, denn die Zeit ist hier ein, ja. Ich will ungern den Untoten begegnen. Wenn die aber kommen, dann werde ich halt einfach die Hymne der Sonne spielen und dann dürfte das ja eigentlich ganz gut klappen. Huch, was ist denn hier? Seht ihr das? Was ist denn hier? Was steht denn da? Zora-Fluss. Vorsicht vor reißenden Fluten und gefährlichen Strudeln. Achso, da geht's zu dem Zora. Okay, da wollen wir natürlich nicht hin. Noch nicht, vermute ich mal. Ich schätze mal wirklich, dass wir da später hin müssen. Oh nein, es wird schon Nacht. Sonne geht unter und ich bin noch nicht in Kakariko. Oh toll. Da drüben ist sie. Oh Gott. Okay. Augenblick, sobald die Sonne untergegangen ist. Oh, sieht das schön aus. So, puh. Gleich die Hymne der Sonne gespielt, damit dürften die Scheißviecher auch verschwinden. Auf die habe ich nämlich jetzt echt keine Lust. Hä? Oh, okay. Lol. Gerade ist Toro runter, jetzt kommt sie wieder hoch. Hoch und dann runter. Andersrum. Oh je. Hey je. Ich bin total verpeilt. So. Kann man denn den Baum hier schütteln? Oh, da fallen sogar Rubine runter, die mir zwar jetzt gerade eigentlich nicht viel bringen, aber gut. So. Schauen wir mal. Ching, ching, ching. Guten Tag. Ja, ich bin schon wieder da. Ich weiß, ich bin nur ganz woanders raus, aber ist ja egal. Die Hühnchen schon wieder. Aber da habe ich jetzt keinen Bock drauf, das zu machen. In Hyrule können wir ein Liedchen lernen. Das können wir ja später gucken, wo wir da eins lernen können. Kann man auch hier eins lernen, wenn man es an ganz vielen verschiedenen Orten lernen kann. Ich schätze mal, dass wir bei den Zora auch eins lernen können. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Da ist auch noch ein Hühnchen. Hallo. Ich dachte, du willst die Maske deinem Sohn schenken. Jetzt behält er sie nur für sich. Ist ja klar, immer diese Erwachsenen, die sagen ja, nee, ich will das für mein Kind und dann alles selber benutzen. Das habe ich schon ganz oft erlebt. Meine Eltern waren auch teilweise so. Naja, wir holen den Nintendo 64 für unsere Kinder und dann zocken sie halt die ganze Zeit selber. Pokémon Puzzle League und so. Das war ganz lustig. Vor allem, weil mein Papa tagsüber so, voll der Scheiß, bla bla. Und dann nachts hat man plötzlich heimlich dabei erwischt, wie er heimlich gezockt hat, so rum. Ja. Das war ganz lustig. Der war nämlich dann immer besser als wir, weil er jede Nacht da ein bisschen, wenn er nicht schlafen konnte, hat er gezockt. Von daher war das wirklich ganz lustig. So, ich bin dem Goron ausgewichen, der hätte mich sonst fast überrollt hier. Der macht mich sonst noch fertig. So, komm, kannst du da nicht mit Schwung mal drüber laufen? Also statt anzuhalten und zu springen, einfach mal losspringen vorher. Ach, kann er nicht. So. Hoppala, fast hätte ich es in diese Dinger geschafft. War auch nur fast. Kann ich denn nicht auch? Das sind doch auch noch so Donnerblumen, ne? Oh. Oh Gott, schnell weg. Oh.
Oh, da ist jetzt offen. Da will ich jetzt aber noch nicht hin. Ich will erst hier hin. Hallo? Hallo? Ich soll dir doch das tolle Lied zeigen. Oh Gott. Nein, das war's nicht. Moment. Ich hab's gleich. Moment. Ach Gott, ich werde mir die Lieder nie merken können. So, schau mal. Da müsste es ja sein. Hier. Okay, runter. Oh Mann, ich bin total mit der Steuerung. So, das müsste jetzt eigentlich klappen. Ja. Diesmal müsste man ja nicht... Oh, oh Gott! What the fuck? Oh Gott, der dreht ja voll durch. Wie der tanzt, das ist ja voll übel. Aber er tanzt immerhin gut. Ne? Oh Gott, aber das ist echt lustig. Oh. Wow. Das groovt. Yeah, yeah, yeah. Ein heißer Beat. Wo ist dein Beat? Groovy. Let's dance. Plötzlich ist er nicht mehr so schlecht drauf. Yeah. Juhu. Wow, cooler Sound. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin der Anführer der Goronen. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den heiligen Stein des Feuers? Der heilige Stein des Feuers, auch als Goronen-Opal bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann ihn dir erst geben, wenn du meinem Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Beweise dich, indem du die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volks gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Goronen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Oh mein Gott, das Goronenarmband. Nun kannst du Donnerblumen pflücken. Yay! Dankeschön. Aber Leute, ich mache an dieser Stelle einen kleinen Schnitt und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.